Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinas Wins and Fails. Ich mache heute mal quasi außer Konkurrenz mit, ich reite nämlich heute mal Royal Champion. Ich glaube, er ist Level 5, muss ich gleich selber nochmal schauen. Einfach um ihn mal zu testen. Ich rechne mir jetzt keine Chancen aus, aber mal schauen. Ich bin einfach mal gespannt, wie er sich im Rennen so macht. Wir reiten heute das Fairgrove Championat, weil ich es wieder anders nicht geschafft habe zeitlich. Und das Pony-Championat, da wurde schon ganz oft nachgefragt, das werde ich definitiv auch noch reiten. Allerdings möchte ich davor gerne Snowflower auf Level 15 bringen. Da fehlt aber nicht mehr so viel, knappe anderthalb Level sind es noch. Und dann kommt das Pony-Championat auf jeden Fall auch mal dran. So, aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Fairgrove und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Gruppen zusammengestellt werden. Bis gleich! So, da ist die Gruppe schon zusammengestellt worden. Mensch, das ging heute schnell. Wen haben wir denn hier? Oh Gott, Championatsgruppe 2. Nathalie Snowwood, Nina Winterdaughter, Maya Hailey, Amelie Greenwelly, Zoe Greenwatcher, Hannah Silverbridge, Abby Spiderlake, Patricia Greennose, Denise Cathyard haben wir hier drin. Wen haben wir hier noch? Lara Slowfoot haben wir hier drin. Da habe ich ja noch nicht vorgelesen, wer steht hier denn noch, wen ich noch nicht genannt habe. Fabiana Mystery Knight habe ich noch nicht vorgelesen. Hannah Yellow Daughter, Josephine South Street. Ich wink mal kurz in die Runde. Maya Hailey. So, in einer halben Minute geht es los. Ich bin einfach mal total gespannt. Wie gesagt, ich rechne mir sowieso nichts aus mit Level 5. Ich habe eben richtig gelegen. Aber mein Gott, ich wollte es einfach mal austesten und Royal an sein erstes Championat gewöhnen. So. Viel Glück, Erfolg und Spaß allen. Chat zu. Zack und auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Okay. Puh, da wollen wir noch mal schauen, wie es läuft. Wie gesagt, mir ist es komplett wurscht, auf welchem Platz ich heute lande. Ich rechne mir eh nichts aus, aber ich bin gespannt, wie ich durchkomme. Und bin einfach mal neugierig, auf welchem Platz ich im Endeffekt lande. Ah, ja, genau. Wenn ich da erst weiter später lang komme, so wird es definitiv gar nichts. Dann kann ich da einfach drüber reiten mit dem Baumstamm. Okay. Hier die Zoe Greenwatcher. Hier, wir machen hier das englische Vollblüter-Nachzügler-Reiten-Rennen. Das ist total komisch, wenn du da auf einmal einen Baumstamm liegen hast. Aber jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo ich lang muss. Leute, ich bin das doch schon so oft geritten, das Championat. Und verpeile jetzt gerade den Weg. Jetzt reite ich auch noch gegen die Baggerschaufel. Eieieiei. Was ein Fail-Rennen. Egal, das macht überhaupt nichts. Ich habe mir einfach gedacht, ich mache heute quasi mal ein Blödsinnsrennen, wo der Fail vorprogrammiert ist. Aber er hält gar nicht so schlecht mit. Müssen wir ja mal zugutehalten hier. Komm, Platz 14, da war ich schon schlecht. Mit welchem Pferd habe ich so ultra schlecht dagestanden? Ich weiß es gar nicht mehr. Wer war denn das, mit wem habe ich es denn so versaut? Ich weiß es nicht mehr jetzt. Boah, es leckt aber auch. Krass, aber da haben sich eben schon Leute drüber beschwert. Anscheinend sind gerade die Server wieder so ein bisschen am Zusammenbrechen. What? Was war das? Ja, interesting. Kelly Glatrees, Josephine South Street und wer war Platz 3? Ich hab's nicht gesehen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch euch zu den ersten drei Plätzen. Ich habe den dritten leider nicht gesehen. Herzlichen Glückwunsch euch und das war's dann schon wieder mit Cuddies oder Dinas Wins and Fails. Hannah Silverbridge, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz und dann sehen wir uns morgen wieder in einer Themenfolge. Macht's gut. Tschüss.